Wir haben heute ein Projekt der Kindernothilfe besucht und ganz viele kleine süße Kids kennengelernt, die in einem Projekt sind, wo denen geholfen wird, mit Alltagssituationen umzugehen, wo gesprochen wird. Ja, auch wirklich so eine Gemeinschaft haben, eine Gruppe haben, wo sie zusammen einfach ihre Freizeit verbringen können und auch, wo es auch Betreuer gibt, die ihnen auch zuhören, wenn irgendwelche Sachen in der Schule passiert sind oder wenn sie eben mit Gewalt konfrontiert wurden in ihrem Leben und wirklich darüber auch zu sprechen und mit denen daran zu arbeiten und auch einen respektvollen Umgang mit anderen Kids zu bekommen. Das Hauptthema wirklich in dieser Favela ist Gewalt, dass sie selber auch merken, es gibt autoritäre Personen, die auch respektlos teilweise mit den Kindern umgehen. Häusliche Gewalt, genauso wie auch Gewalt unter den Kindern. Das versuchen die natürlich in dieser Gemeinschaft aufzufangen und irgendwie zu reflektieren und analysieren. Und da hatten wir auch eine Situation, in der sich auch welche entschuldigt haben und gesagt haben, okay, es tut mir leid, dass ich dir da und da das vorgeworfen habe oder vielleicht auch gegenüber dir ein bisschen gewalttätig geworden bin. Und das fand ich eigentlich einen ganz berührenden Moment. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass hier tatsächlich vor Ort eine Organisation wie die Kindernothilfe ist, die wirklich vor Ort auch erlebt, was passiert hier, die mit den Kindern hier zusammenarbeitet, die die Kinder auffängt, denen auch Werte beibringt, vielleicht auch Dinge beibringt, die es in der Familie sonst so nicht gibt, aufzuzeigen, was kann man verbessern, was kann ich selber anders machen und dass sie auch die Schule fördern und die Kinder tatsächlich auch dann einfach auffangen, wo sie einen Bereich haben für sich, wo sie einfach auch mal Kind sein können, spielen können und auch gemeinschaftlich was zusammen machen können und dann gemeinsam auch über Probleme zu sprechen.